Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zum neuen coolen Unboxing-Video von mir für euch. Oh, oh, oh. Die Anke ist hier am Start. Anke 4K, WLAN-Überwachungskamera. Für den Innenbereich 8 Megapixel, 2,4 oder 5 GHz Wi-Fi ist on board. Das bedeutet, wenn wir ein 2,4 GHz Wi-Fi-Netz zu Hause haben, es wird damit Verbindung aufnehmen können. Wenn wir aber auch ein 5 GHz Netz haben, kein Problem für das Anker-Ding hier. Die Creator Reno Camera kann nämlich auch das 5 GHz Netz befriedigen. WLAN, Nachtsicht, Indoor, zum Beispiel als Hundekamera, als Katzenkamera, als Meerschweinchenkamera, für die Kiddies zu beobachten, für alles Mögliche könnt ihr es benutzen. Bewegungserkennung, Zwei-Wege-Audio, also wir können mit dem Gegenüber auch reden. Cloud-Service, wenn ihr wollt. SD-Kartensicherung, wenn ihr wollt. Für Babys, für Haustier, für was weiß ich. Also ihr könnt im Prinzip da drin alles filmen. Oder auch draußen, nur da muss es natürlich überdacht dann sein. Also Wetter geschützt geht es außen natürlich auch. Nur nicht direkt im Regen, wenn wasserdicht ist sie nicht. Das ist die Creator Renault. Fantastische 4K Full HD Auflösung, ausgestattet mit 1/3 Zoll Progressive Scan CMOS Chip. Es liefert die Creator C80 lebendige Videos mit feinen Details in der Auflösung von 3840 zu 2160 Pixeln, das sind 8 Megapixel, die nicht nur eine breite Sicht, breitere Sicht als die 1080p, sondern auch ein viermal so scharfes Bild uns liefern kann. Wir können natürlich auch die Leistung etwas minimieren, dadurch wird es dann flüssiger und verbraucht weniger Platz. Das müsst ihr dann selber entscheiden, wie wichtig euch dort dann die Aufnahmen selber sind. Es kommt mit einem stabilen Dualband her. Das heißt also einfach Plug and Play loslegen durch einfache Dualband-Wi-Fi-Verbindung. Stabiles Wi-Fi-Netzwerksignal muss natürlich dort sein. Das heißt also, euer Wi-Fi sollte in der Nähe schon funken. Dann könnt ihr dies auch miteinander verbinden. Das True Plug and Play System muss nur mit unserem Wi-Fi-Router anstelle von einem Netzwerkkabel verbunden werden und installiert werden. Ganz einfach. Und wir haben Crystal Clear Zwei-Wege-Audio mit eingebautem Mikrofon und Lautsprecher, liefert die Kamera Bilder und überträgt Sprache, die eine Echtzeitkommunikation in einem klaren Umfang bieten kann. Über die Myanke-App können wir jederzeit und überall frei auf die Kamera zugreifen und zum Beispiel mit Familie, unserem Baby, unserem Haustier oder was auch immer sprechen und kommunizieren. Die App, die wir zum Pairing brauchen, ist MYANNKE. So heißt die App. Wir gehen und werden diese App dann einrichten. Danach versorgen wir diese Kamera mit Strom und werden sie dann pairen mit dem System. Sprich, wir bringen sie dann in unser Wi-Fi-Netzwerk über die App, können dann einen QR-Code vor die Kamera halten. Dann wird er gescannt. Damit wird die Kamera dann die Informationen bekommen, die sie braucht. Und dann können wir darauf zugreifen und sie verwenden. Wir haben auch eine automatische Verfolgung und Alarm-Benachrichtigungs-Push-Up-Service. Das heißt, wenn eine Bewegung erkannt wird, verfolgt die Bewegung die Person, die sich im Sichtfeld der Kamera befindet und nimmt eine vollständige Videoaufzeichnung der Aktivität auf. Sobald eine verdächtige Bewegung dann oder abnormale Geräusche erkannt werden, erhalten wir sofort, wenn wir das wollen, eine Benachrichtigung und einen Alert auf die Notification unseres Smartphones. Unterstützt von lokalen HDD-Speicher und Cloud-Speicher. Das heißt, diese Videos können auf der lokalen Festplatte in Form einer MicroSD-Karte gespeichert werden oder wir ballern sie direkt in die Cloud. Okay? Das heißt, dort kann dann auch, gehen wir mal davon aus, es kommt einer, will was klauen, der ist dann so smart und baut die MicroSD-Karte aus, dann sind die Daten ja weg. In einem Cloud-System würden die Daten eben der Cloud im Internet gespeichert werden und wir können danach gucken, wer sich denn dort ungebremst ausgedehnt haben sollte. Ne? Also, das ist kein Problem.
Die SD-Karte kann bis zu 128 GB maximal Speicher enthalten und so nämlich dann unsere Daten, sprich unsere Filme, dann aufnehmen. 24/7 Recording ist möglich. Beide dualbandfähigen Wi-Fi-Netze sind Dings. AI Human Detection. It arbeitet auch mit der Alexa, mit der guten alten Alexa, ist also Smart Home geeignet. Smart Tracking, Sound Detection. Ergo können wir dieses Teil auch als Babykamera zum Beispiel einsetzen, weil sie ja uns auch eine Info gibt, wenn wir dort das weinende Kind zum Beispiel detekten kriegen. 4K, 8 Megapixel Ultra HD, Infrarot, Night Vision, 350 Grad Pan und 60 Grad tiltbar. Also wir können das einstellen, zwei Wege Audio, One Key Alert, Multi-User Sharing, das heißt wir können also auch in der App dann Accounts vergeben, Sleep Mode, Local and Cloud Storage, bis zu 128 GB SD-Karte oder halt der Cloud Service. Cloud Service ist natürlich am einfachsten, kostet aber natürlich Geld. Denn Cloud ist nicht ohne. Kohle bezahlen, meine ich jetzt. So, Bedienungsanleitung hier am Start. Quick Start Guide, Kurzanleitung. iOS und Android. So, hier haben wir die App. Mhm. Hier haben wir das Zubehör, was dabei ist. Mhm. Wir haben auf Englisch eine Bedienung, wie ihr hier sehen könnt. Wir haben auf Deutsch eine Bedienung, wie ihr hier sehen könnt. Und zwar auch in Farbe. Französisch ist auch noch mit dabei. Ich glaube, das waren die drei Sprachen, die hier benutzt werden. Deutsch, Englisch, Französisch. Ja, Bedienungsanleitung, also dreisprachig am Start. Wir schauen uns tiefer jetzt mal an, was hier noch drin ist. Erstmal das Zubehör. Zubehörzeit. Oh yeah. Here we are. Das ist eine Halterung. Diese Halterung können wir zur Wandmontage, Deckentonmontagen oder aufs Möbel schrauben, wo auch immer. Ne? Wir haben hier die Möglichkeit, diese beiden Rädchen gegeneinander zu lösen oder festzusetzen. Damit können wir dann die Lage in der Horizontalen verändern. So, dann können wir das wieder festziehen. Zack, dann wird es festgeklemmt und ist dann gelockt. Hier einfach zwei Schrauben, sagen wir jetzt mal auf den Tisch nehmen, zack, zwei Schrauben rein, fertig. Oder Decke oder Wand oder wo auch immer. Hier hinten haben wir die Möglichkeit, das Teil selber anzubringen mit einer standardgroßen Befestigungsschraube, die zum Beispiel auch die Standardmaße im Video-Tripod-Basis haben. Dann haben wir hier ein Kabel dabei, USB-C zu USB-A, um dort eine Energieversorgung herzustellen. Natürlich braucht sie ja Strom, um zu laufen. Das heißt aber auch, wir könnten sie mobil betreiben, weil sie im USB-Netz funktioniert, also 5 Volt. Heißt es, wir können hier auch eine Powerbank anschließen und das sogar dann mobil befeuern. Ist möglich, aber die einfachste Variante ist natürlich dort, das dann an einen AC-Adapter zu klemmen und dies zu nutzen. Der AC-Adapter, wie ihr seht, ist auch schon mit im Lieferumfang enthalten. Hier ist er drin, zack. Das ist also ein Stecker, ein Euro-Stecker und hier kommt der USB rein. Darüber wird die Kamera mit Strom versorgt. Es ist kein Akku oder so in der Kamera drin, sondern sie muss über eine Stromversorgung verfügen, die aber auch zum Beispiel eine Powerbank sein kann. So, und jetzt kommen wir zur Freundin, das heißt hier zur Filmfreundin. Wie fühlt sie sich an? Wie ist sie aufgebaut? Wie sieht sie aus? So sieht sie aus. Wir haben hier, ihr seht, man kann es bewegen, hoch und runter. Seht ihr? Damit können wir die Bewegung setzen. Wenn wir sie ganz nach unten bewegen, können wir hier oben den Reset-Knopf benutzen. Da ist der Reset-Knopf, beziehungsweise Micro-SD-Karten-Slot ist hier. Nach rechts und links geht sie nicht. Das heißt also hoch und runter können wir machen. Rechts und links können wir hier unten drehen. Hier, seht ihr? Da seht ihr, kann ich drehen. Ergo haben wir hier zum Schwenken den hier als Beispiel. Die kommt da dran und kann dann geschwenkt werden, so wie wir das wollen, in der Höhe. Feiner justiert geht hiermit dann in der Schwenkachse. In der Drehachse sind wir dann hiermit aufgestellt. Das heißt also, die Elektromotoren da drinnen bewegen dann diese Achse und oder diese Achse. Dann haben wir hier vorne Branding am Start. Unten haben wir auch einen Gummiring, der dann zum Hinstellen da ist.
Und hier unten haben wir die Auffassung für den Tripod bzw. für unsere Halterung. So, an der Rückseite sehen wir, haben wir USB-C-Anschluss. Hier kommt dann das besagte USB-C-Kabel rein. Zack, rein damit und damit dann Energieversorgung geschaffen. Dann haben wir hier noch Lautsprecher am Start. Hier hinten ist noch Modellbezeichnung. Und das war's auch schon. Ne? Also wir sehen, wir sind hier gut aufgestellt mit diesem Set, um dort eine Überwachung des Innenraums vernünftig in die Wege leiten zu können. Das erst. Anke 4K WLAN-Überwachungskamera hier am Start. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun Sun!